Gude und herzlich willkommen zurück hier im Landwirtschaftssimulator 22 im Projekt Hofgut Velvet im Büro Nummer 16. Schön, dass ihr da seid. Ja, ich war fleißig, auch während dem Stream, ein bisschen offline gezockt und ich habe jetzt das Feld soweit fertig gemacht, angesät. Ich verräume hier gerade die letzten Überbleibsel. Gedüngt und gekalkt habe ich auch. Wir müssen jetzt nur noch spritzen. Dazu habe ich schon beim Sean auch was angefordert. Das haben wir auch als Vorführer bekommen. Moment, muss ich kurz gucken. Kommen wir hier rein? Jawohl. Perfekt. Okay. Gut. Dann fahren wir wieder den an seinem Plätzchen, da wo er hingehört. Hoppala. Das wollte ich nicht. So. Und dann fahren wir mit dem Fendt GT wieder runter. Und ich war noch ein bisschen fleißig, wie ihr auch sehen könnt. Wir haben hier noch ein bisschen dekoriert. Guck mal. Haben wir das nicht schön gemacht? Hier mit ein paar Lichtern noch. Und dann haben wir hier noch so einen Blumenkübel hin. Haben das mal ein bisschen eingerichtet. Und dann würde ich sagen, schwingen wir uns auf den Fendt GT Richtung Hof. Und dann gucken wir mal, ob wir da vorne durchpassen. Nee, das wollte ich nicht. Hier. Passen wir hier durch. Dann seht ihr nämlich, mal losgelöst von den Steinen, haben wir gekalkt, angesät, alles nach Precision Farming Standards erfüllt. Na, und wir müssen jetzt nur noch spritzen. Hier, könnt ihr mal gucken. Jawohl. Schön angesät. Gucken wir uns dann gleich an im Menü. Wir fahren jetzt erstmal runter, dann kann ich euch so ein bisschen erzählen, was ich alles gemacht habe. Und dann später, wenn wir da hochfahren, kann ich euch sagen, was wir geplant haben. Es gibt neue Pläne. So. Nichtsdestotrotz habe ich Aufträge weitergemacht. Die Saatmaschine geliehen für die Sonnenblumen. Die wollte ich auch tatsächlich noch behalten, weil ich gedacht habe, okay, wir sind im April. Ah ja, da kommt bestimmt noch Zuckerrüben oder so, was man halt so ansehen kann. Ja, irgendwie ist ein Bug drin. Ich wollte einen Ansaatauftrag annehmen. War auf einmal weg. Dann habe ich die Liste geklärt. Weil ich habe ja Better Contracts drin, da kann ich das machen. Und seitdem kommen keine Aufträge mehr rein. Wir haben jetzt April, ja, 15.18 Uhr. Wir haben im April viel gespielt, weil ich habe auch tatsächlich die Wingert- und die Olivenhainpflege abgeschlossen. Ich sag euch, das war Pain in the Ass. Aber vom Allerfeinsten. Da habe ich ja vom Sean das hochmotorisierte Gerät bekommen. Den Landini aufgetunt. Da ging das. Da konnte ich mulchen und Tiefen lockern in einem. Aber ansonsten war das auch so schon richtig wild. Und, ja, wir haben uns um die Kühe gekümmert. Kühe? Ja, um die Kühe gekümmert. Wir müssen jetzt noch, wenn wir dann am Hof sind, die Hühner versorgen. Das habe ich schon alles soweit bereitgestellt. Die Gastronomie läuft auch. Und da muss ich euch was zeigen. Sehr, sehr lukrativ.
Ich habe nur geguckt, warum der so laut ist auf einmal, weil auf der Hof Bergmann, ich glaube, das liegt aber an dem Bührer-Mod, der schaltet manchmal nicht vom dritten in den vierten. Deswegen muss man manchmal mithelfen. Also bei der Gastro hat sich herausgestellt, dass der Mix-Salat, also der gemischte Salat, sich als extrem lukrativ herausgestellt hat. Ich habe extra nochmal die drei Paletten, die da rauskommen, also Popcorn, Entschuldigung, ich stand gerade auf noch. Popcorn, gemischter Salat und Erdbeereis. Das müssen wir auch noch runterfahren. Ach, wir haben so viel zu tun, Leute. Ich weiß gar nicht, ob wir das heute alles schaffen in der Folge. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Hühnern, das ist am wichtigsten. Dann bauen wir das Gerät um. Dann kümmern wir uns so ein bisschen um Hof, dass das alles angeht. Wir haben die Feldpflege schon hinter uns sozusagen. Wir könnten uns eigentlich jetzt auf Lohnaufträge konzentrieren, die ja jetzt, wie schon erklärt, nicht zur Verfügung stehen. Gott sei Dank sind wir noch nicht ganz so plank. Aber dazu dann später mehr. Jetzt sind wir gleich auf dem Hof und dann kümmern wir uns die Hühner und dann verkaufen wir noch die Paletten, dass ihr seht, was das einbringt. So, hier vorne der schwarze Landini, das ist der getunte sozusagen. Den stellen wir mal jetzt hier ab. Aufräumen müsste ich den Hof halt trotzdem mal, um ehrlich zu sein. Aber hilft ja nichts. So, wir haben ja für den Avant haben wir ja den Big Back Lifter geholt. So, jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Okay. Ah, da hat sich da rein verbuggt. Da bin ich wohl gegengefallen. So. Haben wir hier kein Einklinken? Eigentlich schon. Ach. Der Profi wieder am Werk. So. Dann versorgen wir schnell die Hühner. Die brauchen nämlich was. Und dann wechseln wir das Gerät, fahren runter zu unserer Hofproduktion. So. Wir sind ja wendig mit dem. Er ist halt einfach brutal wendig. Der Avant. Ich möchte ihn nicht missen. Und die Palettenphysik, die hat sich mit dem Update und dem Patch, glaube ich, auch echt verbessert. Oh, perfekt. Ist einfach umgefallen. Räume ich später auf. So, langsam. Antritt hat er ja, ne? Er fährt dann halt nur in der Spitze. Ich sag's, er hat es verbessert. Aber dann passiert sowas. Egal. So, dann machen wir das nochmal ein bisschen hoch. Genau. Ich finde, die Innenkamera könnte noch ein bisschen optimiert werden. Da man sieht nicht, wenn die Gabel unten ist, also wo das Ladegut ist. So. Wie ihr sehen könnt, war ich hier extrem fleißig. Huppala. Hier auch. Die sind also tippitoppi gepflegt und können jetzt vor sich herreifen. Wir fahren jetzt runter. Ach, guckt's euch an. Sieht die Ecke da unten nicht schön aus? Also ich finde es grandios. Mir gefällt es extrem. Und dann können wir hier müssen wir ein bisschen aufpassen. Das kann ich leider nicht besser ausgleichen. So, und dann schauen wir mal, ob wir
Das machen wir erstmal der gemischte Salat, weil das ist mein MVP aktuell aus dem Produktionspark. So, das wird, das sehe ich jetzt schon, das wird nicht funktionieren. Dann setzen wir es lieber nochmal ab und fahren richtig dran. Da müssen wir mal gucken. Okay. Und dann geht der gemischte Salat ins Restaurant. Nur langsam fahren. Vielleicht verbreite ich das auch hier. Mach den Weg einfach so um den Hügel rum. So, und jetzt take a look. Also ich finde 2500 Euro für eine Palette ist schon wild. Ist schon wild. Ne? Oh. Jetzt versuch mal die Ice Cream darunter zu holen. So. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Dann fahren wir zurück. Uiuiuiui, nur nicht so krass hüpfen. Wir machen das mal aus. Und dann seht ihr es nicht so rumhüpfen. So lang, sagt er, und er gibt Vollgas. Perfekt. Jetzt müssen wir nur wieder rein. So, und das ist natürlich auch 2000 Euro für Erdbeereis. Ist natürlich auch nice. Na? Und das Popcorn, das war ja zur Eröffnung ein Highlight. Das wird es jetzt so lange nicht mehr geben. Also nicht mehr so bald. Aber da kommen wir dann schon zu den Zukunftsplänen. Die ich habe, die wir zusammen im Chat ausbaldowert haben. Und da werden wir uns gleich drüber unterhalten, wenn wir mit dem Johnny hochfahren. Wieder zur 2 mit der Feldspritze. So. 200. Gut, das war jetzt ein bisschen wenig. Da kriegen wir, glaube ich, für Mais einfach mehr. Aber gemischter Salat. It's the way to go. Und ja, dann fahren wir. Ich fahre den jetzt nur mal schnell zum Hof zurück. Dann springen wir in den Johnny und dann erkläre ich euch, wie wir weitermachen hier auf dem Projekt. Das wird nämlich richtungsweisend. So, den stellen wir mal gerade wieder hier zwischen rein. Da stört er nicht. Da stört er auf gar keinen Fall. Motor aus. Die ist schon fertig. Wir haben jetzt. Oh, was war denn das? Junge, wo kam denn der Verreiser jetzt her? Wir haben auf dem Konto 336.000 Euro. Und dann habe ich mir gedacht, jo, zahle ich davon den ganzen, also stecke ich alles bis auf 30.000 in die Rückzahlung vom Kredit. Na, da werden die Kreditzinsen werden geringer, logischerweise. Und das ist ja alles legitim, ne? Aber damit verdiene ich halt kein Geld. Ne? Die Zinsen ändern sich nicht, im Gegensatz zum Real Life. Von daher brauche ich mir darüber keine Gedanken machen und lieber mit dem Kapital arbeiten, denke ich mir, wie es der Bank zurückzugeben. Ne? Wenn man damit dann wieder frischen Umsatz generiert, sagt die Bank wahrscheinlich auch nichts dagegen. Ne? Auf jeden Fall
habe ich gesagt, okay, was machen wir mit dem Land? Kaufen, also im Stream, ne? Im Stream. Kaufen wir Land? Pachten wir Land? Auf welche Produktion machen Sinn? Auf was soll man gehen? Was können wir aktuell mit dem, was wir schon haben, machen? Also mit wenig Investment schon neu generieren zusätzlich. So, und dann sind wir auf folgenden Plan gekommen. Kuchen und Kleidung ist aktuell das Attraktivste im Landwirtschaftssimulator 22. So. Kleidung schwierig, wir haben keine Schafe. Baumwolle ist ein sehr hoher Ersteinsatz, Erstinvestition, Kapitalbindung. Wir brauchen die Maschinen. Die Maschinen können wir mieten, kosten aber auch 25k die Miete, die Initialmiete und alles. Und wir brauchen Land. So, Schafe brauchen wir auch Land für Schafe. Nicht unbedingt, da fällt mir gerade ein, ich weiß, wo man einen Schafstall hinstellen könnte. Aber was auf jeden Fall Sinn macht, ist auf Getreide zu gehen, um Brot zu produzieren. Erstmal, um Eiscreme zu produzieren. Ja, erstmal brauchen wir Milch. Milch kriegen wir von den Kühen. Das wird auch immer mehr. Da will ich aber erstmal auf die Eiscreme-Produktion gehen. So, also bedeutet, wir gehen auf Brot, wir pachten Land, ein Grundstück pachten wir, das auch Land mit dabei hat. Also wir werden jetzt volle Kanne investieren bis zum Anschlag, weil ich möchte im Restaurant anbieten und das zeige ich euch jetzt. Wir können nämlich produzieren und das macht absolut Sinn. Wir werden produzieren Spaghetti aus Mehl. Mehl brauchen wir, können wir hier produzieren in unserer Hauptproduktion Weizen oder Gerste. Da gehen wir dann, muss ich nochmal gucken, auf was wir gehen. Da verlieren wir 20%, da müssen wir mal gucken. Wir gehen auf jeden Fall auf Weizen. Wir haben hier einen viel höheren Zyklus, einen viel höheren Output. Mit dem Weizen gehen wir auf Spaghetti und auf Brot. Ja, wenn das läuft, ja, dann Tomatensoße produzieren wir schon. Ja, wir brauchen, was so ein bisschen der Flaschenhals ist, ist aktuell Milch und Salat. Der ist immer leer. Ja, ohne Milch und ohne Salat können wir kein Mixed Salad und Eiscreme produzieren. Das muss ich aufstocken. Ja, wenn wir Milch und Weizen genügend haben, können wir dann auf Kuchen gehen. So, das ist so, um diese Produktion hier auszulasten. Was wir auf jeden Fall auch noch machen werden, und das zeige ich euch jetzt, wir werden, oh Wunder, wir mieten uns, aber wir pachten dieses Grundstück. Wir werden hier auch noch einen Stall hinstellen, nochmal eine Kuhweide. Wir werden hier einen riesen Schafstall hinstellen, damit wir die Milchproduktion und die Wollproduktion anpacken. Die Schafe, das ist halt der größere Investitionspunkt. Das sind die Spinnerei und die Schneiderei kostet insgesamt 160.000 Euro. Das, ja, da muss man erstmal gucken. Ich würde jetzt erstmal auf Brot gehen, dann auf Kuchen, dann auf Kleidung. Ja, das ist so der Plan. Wir werden das hier pachten. Wir werden, was würde die 48 kosten? Vielleicht gehen wir auch einfach all in. Feld 48. 7.000 Euro am Tag. Was haben wir denn aktuell an Zinsen am Tag?
Haben wir jetzt? Ne, guck. Wir haben keine Ding. Keine Lohnaufträge. Das ist schlecht. Zinsen. Kreditzinsen. 11.000 Euro. Wie wäre. Warum ist denn. Bei mir ist es mega verschwommen, rot. Okay. Okay, dann wären wir bei 18.000 Euro, die ich am Tag immer bewerkstelligen muss. Okay. Aber das ist halt auch ein Riesenfeld. Ich weiß nicht, ob wir das brauchen. Aber ich habe das halt auch ins Auge gefasst, weil man hat halt hier auch dieses Riesengrundstück dabei. Das brauchen wir eigentlich gar nicht. Wer die 35 bietet sich an, die 37 bietet sich an, die 36 bietet sich an. Viel zu viel Schnitt mit dabei. Alles zu pachten, ja. Land würde ich nicht mehr kaufen, um ehrlich zu sein. Hier das auch. 360k. Zwei, also das ist eigentlich optimal, vor allem weil halt einfach Weizen schon drauf ist. Ne, weil wir sind im April, wir können kein Gerste und kein Weizen mehr anbauen. Perfekt. Vielleicht pachten wir auch noch die 44 für Baumwolle. Keine Ahnung. Machen wir nicht. Also, zusammenfassend. Das Hofgut wird weiter wachsen. Wir werden versuchen, die Hofgutproduktion auszulasten, um zum einen unser Gastronomieangebot attraktiver zu machen, zum anderen auf Produkte gehen, die hochpreisig sind, dass wir schön Umsatz generieren können, um dann den Kredit letztendlich abzubezahlen. Ja, mit Kuchen, ja, Kuchen braucht halt extrem viele Zutaten. Ja, für Kuchen müssten wir aufgeben. Wir müssten aufgeben. Erdbeereis, wir müssten Zucker zukaufen und ja, Zucker, also wir müssten Geld ausgeben und auf Umsatz verzichten, um dann den Kuchen zu machen. Und da sehe ich uns noch nicht drin. Ich würde erstmal mit Brot anfangen, ist auch geil in der Gastronomie Brot zu verkaufen in der Traumesaftstube. Wir haben dann Tomatensoße, also es gibt Spaghetti mit Tomatensoße, wir haben gemischten Salat, ich schiele ja auf French Fries zu machen, ja. Dann haben wir, und wir haben Erdbeereis in unserem Ding, dann haben wir tatsächlich eine schöne Karte. Auch wir haben eine Vorspeise, einen Hauptgang und eine Nachspeise. Perfekt, oder? Also ich habe richtig Bock jetzt. Ja, wir haben auch wieder ein bisschen dekoriert und neue Pläne. Ich bin am Überlegen, ob es Sinn macht, noch ein Gewächshaus mit nur Salat noch zu bauen. Also ich glaube, wir werden jetzt in nächster Zeit einfach die 330k auf den Kopf hauen. All in. All in gehen. Ja. Und dann schauen wir mal, wo wir rauskommen. Was haltet ihr denn davon? Schreibt es in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bis hierher. Und dann kann ich nur sagen, bis zum nächsten Mal. Lasst es euch gut gehen. Tschüss.